Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Assassin's Creed Odyssey. Gleich beim Hallo habe ich schon übersteuert, was da denn los? So, dann wollen wir mal gucken, wo waren wir denn jetzt gewesen? Wie war denn jetzt hier wieder die Karte? Ich habe drei verschiedene Spiele und es ist alles so anstrengend. So, wir haben hier natürlich ein paar Fragezeichen. Eine ganze Menge, was wir hier machen können. Ach nee, Fragezeichen wollten wir nicht. Was haben wir denn hier eigentlich? Rätsel mit der Narrenkappe. Ach, Geheimnisse der griechischen Welt. Na, das wollen wir noch nicht machen. Wo haben wir denn jetzt hier Aufgaben, sag mal? Wir haben die lilanen Aufgaben. Hier. Machen wir erstmal die hier heute. Jetzt. Guck mal, da waren drei gelbe Aufgaben. Mir wurde auch gesagt, hier so, ja, mach doch mal die DLCs installieren. Also nicht von euch jetzt, aber ein Kumpel. Also Funke. Aber da hatte ich ihn schon mal gesagt, dass ich jetzt erstmal die gelben Quests fertig machen will und dann. Ich habe aber Angst, dass wenn jetzt das nächste Update kommt, was glaube ich noch nicht war, das kommt glaube ich erst noch, dass da neue Quests mitkommen. Ne, warte mal, wie ist denn hier nach oben da? So, da haben wir schon mal eine Aufgabe. Aber ich mach mal schnell mal diesen hier. Wenn das... zu viel wird mit den Aufgaben, dann... Also wenn da neue Aufgaben zukommen, dann muss ich auch irgendwann mal die Reißleine ziehen. Und sagen, gut, bis hierhin und nicht weiter. Dann werden auf jeden Fall die vergessenen Quests gemacht, aber ich habe eher... Oh, ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Aber ich habe eher das Gefühl, dass die lilanen Quests hier kommen. Ständig kommen. Naja, lassen wir uns überraschen. Du bist die Adlerfrau. Wunderbar. Archon Xante sprach in höchsten Tönen von dir. Wer? Wie gütig von ihr. Hör mir zu. Vor meinen Kindern liegt eine blühende Zukunft. Doch sie wollen nicht lernen oder üben. Sie denken, sie wüssten es besser und können nicht einmal ein Gedicht aufsagen. Wie kann ich dabei helfen? Sie haben von dir gehört und bewundern dich mehr als alles andere. Wenn du ihnen eine Abenteuergeschichte vorträgst, würden sie diese sicher behalten und ihre Lehrer beeindrucken. Deine Bitte ist seltsam, aber ich habe schon seltsamere gehört. Ich mache es. Meine Kinder warten im Tempel des Dionysos Kolonatas auf eine Abenteuergeschichte. Es geht um Perseus, den sie kennen sollten. Doch wenn man sie nach ihm fragt, erinnern sie sich an nichts. Perseus! Ich kenne die Geschichten, als wären wir wie Geschwister auf dem Olymp aufgewachsen. Keine Sorge, ich werde deine Kinder mit meiner Geschichte fesseln. So, ein Schatz aus einer Legende. Warte mal, die sind hier drin. Hallo, ich... Die Adlerfrau, wir haben von dir gehört. Wirst du uns eine Geschichte erzählen? Müssen wir zuhören? Wir haben das doch schon so oft gehört. Ja, die bin ich. Und ja, ich erzähle euch eine Geschichte. Lasst uns mit der Stimme der Götter vom Mühsal des mutigen Perseus und des noblen Pegasos singen. Hm.
Akrisios, der König von Argos, war kein gütiger Mann. Er hatte eine Tochter, Danae. Verbittert darüber, dass er keinen Sohn hatte, besuchte er das Orakel von Delphi und erhielt eine Prophezeiung, die ihn erschaudern ließ. Und was sagte sie? Das Orakel prophezeite Akrisios, dass sein Urenkel ihn töten würde. Danae war zu diesem Zeitpunkt unverheiratet und kinderlos. Um sich zu schützen, schloss er Danae in einem Bronzeraum ein, der nur nach oben hin offen war. Oh! Doch der mächtige Zeus sah das Mädchen und verliebte sich in sie. Er verwandelte sich in goldenen Regen und verführte sie. Und daraufhin gebar Danae Perseus. Ich wusste es! König Akrisios konnte den Jungen nicht töten, weil er Zeus Zorn fürchtete. So steckte er Tochter und Enkel in eine Holzkiste und warf sie in das tosende Meer, wo sie ertrinken sollten. Wie schlimm, armer Perseus! Ich kenne mich doch ja nicht aus hier. Keine Ahnung. Doch ein liebevolles Ehepaar, Amphitryon und Alkmene, fand Perseus im Meer und brachte ihn auf ihren Hof in Smalpolis, wo er als ihr Sohn aufwuchs. Und seine Mutter, meine Namenspatronin? Psst, hör zu! Hera kochte vor Wut und schickte Schlangen, um den Säugling zu töten. Doch Perseus war zu stark und erwürgte die Schlangen, denn er war göttlich. Was? Das stimmt doch so nicht. Man kann Geschichten eben unterschiedlich erzählen. Und? Die Geschichte stinkt zum Himmel. Nur, ich glaube, wir sind schon falsch, oder? Als Perseus größer wurde, bereiste er die Welt und verliebte sich auf den ersten Blick in die schöne Prinzessin Andromeda. Allerdings brüstete sich Andromedas Mutter damit, ihre Tochter sei schöner als die Göttin Thetis selbst. Das beleidigte diese. Sag niemals, du wärst besser als die Götter. Thetis verlangte, dass Andromeda den Göttern geopfert werde. Sonst würde sie ihre Stadt Jaffa dem Erdboden gleichmachen. Das stimmt doch so nicht. War Andromeda nicht eine äthiopische Prinzessin? Psst! Perseus fragte seine Großmutter Thala, wie er seine Geliebte retten könnte. Sie verwandelte sich in einen Rochen und sprach, um Andromeda zu retten, musst du dem König der Berge, der nicht mehr besitzt als ein einfacher Helot, goldenes Haar bringen. Das Rätsel kenne ich nicht. Es ist viel zu schwer. Oh, es war auch für Perseus schwer. Doch schon bald löste er es. Wie? Er schaffte es einfach. Perseus brachte das goldene Vlies des geflügelten Widders. Dieser wurde von einem Monster bewacht, das alles in Stein verwandeln konnte. Zum Glück waren die Götter auf Perseus Seite und Athena zeigte ihm mit einer Eule in goldener Rüstung den Weg. Athenas goldene Eule? Wie blöd! Klingt süß! Ich will eine! Bewaffnet mit dem tödlichen Schwert des mächtigen Oletros, stellte er sich dem schlangennackigen, großköpfigen, zotteligen, steinverwandelnden Katoblepas! Nein! Was? Perseus vermied den tödlichen Blick des Katoblepas und schlug der Kreatur mit seinem Schwert den Kopf ab. Das goldene Vlies wickelte den Kopf des Katoblepas darin ein und flog auf Pegasus zurück, um Andromeda zu retten. Ihr drohte gerade, von einem Kraken gefressen zu werden. Perseus versteinerte die Kreatur mit Hilfe des tödlichen Kopfes. Hä? Ein Moment mal. Was ist denn ein Kraken? Sowas wie ein Tintenfisch. Meinst du das Seemonster Ketos? Ich bin sicher, Homer schrieb, befreit den Kraken und nicht befreit Ketos. Das hast du dir ausgedacht. Doch das war noch nicht alles. Hades erschien mit einigen furchterregenden Skorpionen und tötete Andromeda.
Dann wollte er Perseus töten. Was? Aber Perseus warf das Schwert des Zeus nach Hades und zwang ihn zurück in die Unterwelt. Moment. Sollte er nicht mit der Sichel des Hermes kämpfen? Und Andromeda stirbt doch nicht. Du erzählst es ganz falsch. Und am Ende gewann Perseus. Zeus bot ihm an, ihn zu einem Gott zu machen, doch Perseus lehnte ab. Stattdessen erweckte Zeus Andromeda wieder zum Leben, denn sie war nur fast tot. Oh Mann, das war so falsch und so langweilig. Du bist eine ganz miese Erzählerin und die Geschichte stinkt. Entschuldige das Publikum, Adlerfrau, obwohl ich sagen muss, dass es auch mir so vorkam, als hättest du die Geschichte etwas angepasst. Verzeihung. Moment. Wartet jetzt. Urkalonesti! Kennst du noch mehr Geschichten, Adlerfrau? Vielleicht über ein Streitwagengespann namens die mächtigen Enten? Oder über einen hölzernen Hasen in Troja? Ich glaube dir keine einzige deiner Geschichten. Kennst du noch mehr Geschichten, Adlerfrau? Aber man muss es ja auch so sehen, dass die sich doof gestellt haben, weil plötzlich wussten sie ja, um was es geht. Ja, ja, da, ja. Da müsste man vielleicht die Geschichte wissen. Und das ist ja auch doof gemacht. Aber gut. Das war eher so dieser lustige Part. Ich habe einfach nur das genommen, was irgendwie cool aussah. Cool klang. Aber mal, wie gesagt, ohne Scheiß, die wissen, also die wussten doch Bescheid, also haben sie sich doch, man hätte auch sagen können, so, ja, die wissen doch, um was es geht. Ich wollte sie ja nur testen. Das ist wie bei uns auf Arbeit, wenn einer irgendwie was falsch macht und dann so, was hast du denn da wieder gemacht? Ich wollte bloß mal gucken, ob du aufpasst. Weißt du? So auch so ein Standardspruch. Ich meine, das ist ja immer nicht so beabsichtigt meistens, aber der kommt nun mal, der Standardspruch. Was rennt denn hier einer rum hier wie so ein Bekloppter? So, wer ist er jetzt hier? Wir lassen uns nicht von den Athenern ausmanövrieren, wie Leonidas von den Persern. Du gehörst nicht zu meinen Soldaten. Ich hoffe, du hast einen guten Grund, hier zu sein. Sammeln und den Weg auskundschaften, damit wir nicht in einen Hinterhalt laufen. Wir Spartaner halten zusammen. Deshalb bin ich hier. Ja, spartanisches Blut ist, was zählt. Sieht aus, als könnte dir dieser Sieg Ruhm einbringen. Das ist der Lohn für Geschick und Mühen. Der spartanische Weg. Ich verspreche. Vom Sklaven zum Feldherrn, der im Blut dieses Krieges badet, während unsere Anführer sich mästen und herausputzen. Die Polemarchen glauben, das wird ein einfacher Sieg. Ich beende diesen Krieg zu meinen Gunsten. Hast du eine Strategie? Die Polemarchen der Athener sind gelähmt und unentschlossen. Sie dienen zu vielen Herren. Deshalb reagieren sie langsam. Und da kommst du ins Spiel. Töte die Polemarchen. Ich brauche freie Bahn für meine Truppen. Das werde ich tun. Die Befehlshaber sind schon so gut wie tot. Bring mir ihre Athener Siegel als Beweis. Du wirst für deine Mühen belohnt werden. Ach, das ist wieder so eine Aufgabe. Das ist wieder so eine Siegelaufgabe. Die habe ich bei der Athena auch. Okay, wo war denn hier die andere Aufgabe? Hier unten. Ne, warte mal, hier drüben ist noch eine. Die können sich nicht mal verteidigen, ey. Vor allem die Soldaten, die sind doch hier. Hier sind überall Soldaten hier. Warum? Eroberungsschlacht ist verfügbar? Warum? Hä? Hier, bist du ein Polemarch?
Na gut. Über Stock und Stein. Wo? Hör doch hier irgendwo was. Ach da. Da kann ich nur sagen, geh mir nicht auf den Zeiger. Wenn du angreifen willst, greif an. Und wenn nicht, dann nicht. Aber nicht hier so ein Pille-Palle-Scheiß. Komm ran, wenn du was willst, kriegst du vor der Fresse. Ja, yeah, whoop. So, dann gucken wir mal, was hier los ist. Mitten im Dorf, einem kleinen Bergdörfchen. Obwohl wir auch nie so große Berge sind hier. Du bist nicht zufällig die Adlerfrau, oder? Ich? Doch, die bin ich. Worte werden dir nicht gerecht. Dein Haar muss Athena selbst gesponnen haben. Dein Körper gleicht einer Skulptur der Meister und deine Arme. Sie sind so stark. Stark genug, um... Stark genug, um... Stark genug, um meinem Mann Kalibos diesen Korb hier zu bringen. Oh, richtig. Die Archon sprach von dir. Das wird sicher leicht. Ich danke dir. Lass es mich wissen, wenn du etwas brauchst. Wo ist denn Kalibos gerade? Er ist ein wichtiger Feldherr. Seine Einheit ist im Nordosten stationiert, nahe der Festung Pressai, unten am Strand. Was ist in dem Korb? Was jedermann vor der Schlacht braucht, um die Gunst der Götter zu gewinnen. Bitte, Adlerfrau. Es würde ihm einen Vorteil verschaffen. Ich helfe dir gern. So. Ach, jetzt muss ich erstmal... Wo müssen wir jetzt damit hin? Hier? Bring den Korb. Okay. Boah, der ist schwer. Hast du Ziegel eingepackt? Reiten kann ich wohl nicht, oder? Ich weiß nicht mal, ob ich hier irgendwie... Rennen wir jetzt hier echt hier mit dem Korb umher? Ui. Und deine Arme sind so stark. Ich habe ja erst gedacht, die macht uns an. Das klang jedenfalls so, wisst ihr? Erst schmeicheln oder kannst du mal den Korb hier tragen hier. Was? So, wir sind ja gleich da. Guck mal hier. Oh, da. Was sind die hier? Ein Beutel, einfach so. So, da drüben habe ich irgendwie einen Hang gesehen, der nicht ganz so tief runter geht. Oh. Kann ich hier runterspringen?
Na klar, guck mal, was wir alles können hier. Okay, das geht nicht. Doch. Hier. So richtig springen will es aber nicht hier. Ich habe mir noch ein Bäumchen. Ein Bäumchen? Brauchen wir noch eins. Nehmen wir natürlich alles liebend gerne mit. Eine Söldnerin? Sei gegrüßt, was führt dich in unser Lager? Bist du Kalibos? Deine Frau bat mich, dir dies zu überbringen. Ich glaube, es ist eine Art Opfergabe für die Götter. Zeuxo ist eine gute Frau. Sie segnet mich mit Körben, die einem Dionysos würdig wären. Weltliche Freuden? Bei ihr klang es nach einer Angelegenheit von Leben und Tod. Ein tödlicher Kater vielleicht. Männer, das wird eine gute Nacht. Leiste uns doch Gesellschaft. Ist es eine gute Idee, dass sich die Soldaten während einer Schlacht betrinken? Ich habe dich falsch eingeschätzt. Bist du nicht auch Spartanerin? Wir können nur eines noch besser als kämpfen, und das ist trinken. Ich verstehe. Ich sage nie Nein zu Wein und guter Gesellschaft. Das habe ich nicht anders erwartet. Weil jetzt Tüten dicht sind? Kann mir einer den Wasserschlauch reichen? Oh, kann mir einer meinen Kopf reichen? Ich habe ihn unten am Strand vergessen. Das müssen die Nachwirkungen der Pilze sein. Ich erinnere mich an den Hühnerstall und an das Feld der Bäuerin, aber ich erinnere mich nicht an ein trojanisches Pferd. Es war schon da, als ich aufwachte. Wir opfern es den Göttern für eine leichte Überfahrt. Männer, schafft es mit mir an den Strand. Ich traue diesem Pferd nicht. Oh. Bereit für den Tod. Ich bin wirklich darauf. Sind wirklich darauf reingefallen. Da weg. Sehr schön. Sind jetzt alle? Ne, da hinten ist noch einer. Musstet erstmal aufsammeln hier. So, wo ist der jetzt? Da hinten. Ich behauptete einst, ich wäre ein besserer Stratege als Odysseus. Man hat mir das Gegenteil bewiesen. Und doch hast du überlebt. Zieh eine Lehre daraus. Bitte, danke meiner Frau für dieses Geschenk. Soll ich ihr danken oder sie verfluchen?
Soll ich jetzt dann noch mal hin zu der alten Arbeit? Nö. Hier, guck mal hier. Level 90. Krasser Scheiß. Du brauchst ja doch ewig, bis du den... Wir waren hier nochmal Pferd rufen. Ah, alles klar. Alter, der Gaul ist so geil. Hab ich den eigentlich schon gezeigt? Los. Ho, 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 und eine Buddel voll rum. Wir sind nicht auf hoher See, Cassandra. Vieh ist einfach so geil. Kommen wir da überhaupt hin, ja? Na ja, denn, wir sind jetzt nicht mehr in einem Dörfchen oder so, du kannst aber ein bisschen schneller reiten. Hier laufen so die Ziegen rum und die Büffel, ne Büffel, Kühe, sind Kühe? Was sind das eigentlich für komische Kühe? Das ist ja bestimmt wieder irgend so eine Kuhrasse. Wir entfernen uns immer weiter. Okay. Buddha ist der beste Reiter. Ihn erwischt. Ein Pferd soll wohl nicht sterben. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Reite hier mal irgendwo rin? Naja, du blödes Wildschwein. Am Arsch. So, wir haben es geschafft. Machen wir noch mit. Archon Xante sagte mir, du hättest mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Es ist das Getreide, als hätte Eris die Erde versalzen. Was ist mit dem Getreide? Fäule. Nur wenig wächst. Und das Wenige geht ein oder ist übersät mit Punkten. Die Götter ließen das nicht zu, wenn sie zufrieden wären. Es liegt an diesen Heloten. Du bist eine Botin des Zeus. Zeig ihnen das Licht. Ich finde raus, was vor sich geht. Bei Zeus, danke. Meine Heloten, Teuta und Maron arbeiten auf den Feldern, doch sie ehren die Götter nicht. Lehre sie es. Das Getreide der anderen Farmen scheint nicht betroffen zu sein. Was könnte nur der Grund dafür sein? Das Korn wuchs kurz und trocken. Dann wurden die Tiere krank. Es ist eindeutig, dass Persephone und ihre Mutter unzufrieden sind. Maron behauptet, man hätte die Tiere vergiftet. Doch ich habe keine nennenswerten Feinde. Warum glaubst du, dass die Heloten schuld sind? Haben sie sich an den Pflanzen oder Tieren zu schaffen gemacht? Sie glauben nicht wie du und ich. Ich danke Demeter jeden Tag für alles, was sie uns schenkt. Doch die ernten nur die Früchte ihrer Arbeit. Also, ein Werk der Götter. Wer sonst bestimmt unser Schicksal? Ha! Teuta redet immer wieder von der Erde. Sie glaubt, ich überlaste den Boden. Dummes Ding. Dieser Hof gehört meiner Familie seit Generationen. Da hätte... Ich spreche mit den Heloten. Mal sehen, was sie wissen. Da hätte doch schon wieder dieser ganze... religionswahnlos, wisse. Es ist nicht, weil der Boden schlecht ist, nein, nein. Weil irgendjemand nicht an die Götter glaubt. Und selbst wenn sie die jetzt umbringen würden, würde trotzdem nichts. Und dann sind sie, ja, wie müsst ihr denn einander? Dann werden so viele Leute umgebracht, bis keiner mehr da ist. Und dann so, vielleicht liegt's ja doch am Boden, aber die Leute sind erstmal tot. Es ist so anstrengend.
Söldnerin? Chere, deine Herrin behauptet, das Unheil sei der Wille der Götter. Was denkst du? Manchmal verdorrt das Getreide. Vielleicht wegen des trockenen Bodens oder der Insekten. Schade ist es um den Esel. Er war wichtiger für den Hof als die Herren. Oder du, wenn ich das sagen darf. Wie könnte ich dir die Arbeit erleichtern? Meine Hacke fällt auseinander. Ich muss die Klinge nach jedem Hieb reparieren. Mit etwas Stabilerem würde es schneller gehen. Keine Fessel bindet dich an diesen Fleckenland. Warum besorgst du dir nicht eine neue Hacke? Wurdest du je so hart geprügelt, dass du danach auf einem Ohr taub warst? Das ist mir passiert, als ich das letzte Mal ungefragt auf den Markt ging. Oh, natürlich. Ich besorge eine. Okay. Finde eine Hacke. Er braucht doch nicht bis zum Markt gehen. Der braucht doch bis hierher gehen. Bitteschön. Das sollte das Umgraben erleichtern. Du bist in Ordnung für eine Fremde. Das Wasser schmeckt seit einigen Wochen wie rostige Klingen. Das letzte Mal habe ich Wasser wie dieses flussabwärts vom Schmied gesehen. Hab Dank. Okay. Nach rostige Klingen, also heißt das... Der Schmied köpft da irgendwas drin. Hat das Ganze vergiftet. In Stücke gerissen. Möge deine Reise über den Styx friedvoller sein, als dein Ende war. In diesem Netz sammeln sich womöglich Abfälle. Vielleicht war der Tote ein Fischer. Ja, haben wir ja nur. Wo ist denn hier noch was? Da drüben ist ein Bär. Ah, er ist schon tot. Wie weit geht denn das Erkundungsgebiet? Und jetzt noch, da war... Ach hier, guck mal da. Das sieht nicht nach Spuren von einem Messer aus. Das Metall der Rüstung muss für den üblen Geschmack des Flusses verantwortlich sein. Konnte man den nochmal hinlegen? Verdammt, warte mal, ich musste das jetzt mal lernen. Warte, der hier? Ne, das war der auch nicht. Oder? Keine Ahnung. Darfst du ja keinen erzählen, was wir jetzt hier machen. Hä? Wo sollten die jetzt hintragen, sag mal?
Ach, ich soll die hier auch noch sammeln. Okay. Ist ja nicht so, dass ich sie einfach bloß auftragen oder hier... Schon ein bisschen kurios. Hier ist noch ein Toter. Oh, dieser Gestank wird an mir haften. Wenigstens ist der Fluss jetzt sauber. So, sprich mit Helotin Teuter. Gut, ja, wenn da was drinne verwest, kann der Fluss schon mal schlecht sein. Oder vergiftet. Ich habe gehört, das Getreide wächst in diesem Jahr nicht. Lanike erwartet jedes Jahr mehr Getreide. Doch die Erde muss ruhen. Und das allein könnte der Grund für die schlechte Ernte sein? Das habe ich nicht gesagt. Du weißt mehr, als du mir sagst. Mein Magen schmerzt. Das Konzentrieren fällt mir schwer. Es ist eine Schande, dass es kaum Minze zum Kauen gibt. Wo könnte ich Minze finden? Die Herrin verwahrt getrocknete Kräuter im Haus. Und du kannst dir nicht selbst Minze besorgen, weil... Die Herrin verwahrt die Medizin. Ich darf die Kräuter sammeln und trocknen, aber nicht selbst essen. Ich hole Minze für dich. Das ist doch schon wieder alles barbarisch. Das ist genau, was ich immer wieder sage. Man ist wie im richtigen Leben. Bezahl die Leute richtig. Und behandel die Leute fair. Als Arbeitgeber. Dann machen die auch, dann arbeiten die auch besser. Verstehen die Chefs manchmal nicht. Bitte sehr, hier sind deine Kräuter. Frisch wären sie besser für den Magen. Doch seit der Fäule haben wir nur noch getrocknete. Ihr hinteren Feldabschnitte sind von Fäule verseucht, wie ich es nur einmal zuvor sah. Mein alter Herr verlor dadurch seinen Hof. Den Geruch vergesse ich nie. Die hinteren Feldabschnitte, das sehe ich mir an. So, dann gucken wir mal gleich nochmal rüber. Ich weiß, wir sind schon über der Zeit. Aber das mache ich jetzt noch zu Ende. Das nehmen wir noch auf in diese Folge. Es ist ein Wunder, dass überhaupt etwas auf diesem Feld wächst unter all den Trümmern. Die Gerber in Kefalenia benutzen etwas Übelriechendes, um Leder herzustellen. Das kann nicht gut für den Boden sein. Die Erde ist verschmutzt. Das kann nicht gut sein. Offenbar ist Feuer die einzige Lösung für dieses Problem. Verbrenne und die verseuchte Ernte. Wo sind die verseuchte? Hey. Hier auch verseuchte Ernte? Na, sieht nicht danach aus.
Da haben wir noch was. Zerstörungsgebiet. Ach hier, das hier. Guck mal da, das ist ein kleiner Pfeil dran, den er gerne sehen. Wirklich nicht zu glauben, dass ich hier alles säubern muss. Jetzt verstehe ich langsam Teuters Ärger. Die wirtschaftet den Hof hier runter. Die hat überhaupt keine Ahnung, wie man einen Hof ummäht. Das verdorbene Getreide wurde verbrannt und der Fluss ist sauber. Das sollte das Problem beheben. Oh, dich schicken wahrlich die Götter. Was war die Ursache? Du warst so beschäftigt damit, den Himmel anzurufen, dass du übersehen hast, was vor dir lag. Die Götter haben die Felder und den Fluss nicht verunreinigt. Das warst du. Was? Du wagst es? Xanthe sagte, du wärst eine Botin des Zeus. Doch du bist trügerisch und so göttlich wie meine Heloten. Verschwinde von hier! Das Gift auf deinen Feldern ist nichts im Vergleich zu dem Gift in deinem Herzen. Ignoriere sie. Zeus wird seinen Fehler bei der Wahl seiner Helden noch früh genug einsehen. Und schon wollen sie es nicht mehr wahrhaben. Was ist denn das hier? Hä? Ende des Tages? Warte mal, ich will mal kurz gucken, was das ist. Nachdem sie die Bewohner von ihr geholfen hat, war Cassandra zu einer örtlichen Legende geworden und hatte sich ihre Belohnung zehnfach verdient. Xanthe wusste. Das gehört noch dazu, richtig? Dann machen wir das doch noch. Oh, 1000 Meter. In welche Richtung, bitteschön? Jorgo. Ach, da. Na, dann nehmen wir das noch ab. Oder 13 Minuten drüber, weißt du? Zeit ist kostbar. Ich meine, am Ende kommen ja, die Zeit bleibt ja nicht dieselbe, was ich hier mache, aber von der Folgenlänge her, wenn ich jetzt so 13 Minuten, das ist schon wieder eine halbe Folge von der nächsten Folge, weißt du? Und wenn du denn jetzt, sag ich mal, 4 Folgen pro Woche bringst, dann ist es Mist, wenn du jetzt hier, sag ich mal, die Zeit damit aufbringst. Für eine Folge schon. Wenn du dann aus eine Folge dann 2 mal, oder weißt du? Naja, was soll's. Kommt manchmal vor und wir sehen weiter. Ich muss nämlich heute noch 8 Folgen aufnehmen, damit ich wieder 3 Wochen im Vorlauf bin. Nächstes Wochenende habe ich nämlich keine Zeit, aber die werden Geburtstag. Also für mich ist es jetzt nächstes Wochenende, für euch ist es wahrscheinlich schon vorbei, dieses Wochenende. Obwohl, die Folge müsste jetzt genau nach dem Wochenende sein. Der Bruder traut sich mal raus. Naja. Wenn die beste Freundin Geburtstag hat, dann muss man schon mal rausgehen, ne? So. Danke, dass du uns allen in Pitana geholfen hast. Die Geschichten deiner Taten werden viele Jahre überdauern. Ich helfe, wo ich kann. Aber danke. Eine Belohnung für all deine Mühen.
Alles klar. Am Ende des Tages. So, Freunde der Sonne. Wir machen an der Stelle erstmal Schluss. Und wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und ja, tüdelü. Oh, dein Atem riecht nach Tod.